Das ist die erste im Bund, Luzi Scheib. Sie kümmert sich um die Kühe. Und das ist der zweite im Bund, Uli Scheib. Er ist verantwortlich für die Schweine. Die biologische Landwirtschaft, das ist ihr Ding. Auf dem Biolandhof Schauferz leben sie nicht allein. Vier Freunde müsst ihr sein. Zum Hof gehört auch eine Gaststätte und seit 8 Jahren auch eine eigene Brauerei. Die Wirkstätte von Oliver Lucius. Er braut Bier in Handarbeit. Die Gaststätte ist der Bereich von Heidi Lucius. Das Projekt begann vor 25 Jahren. Die vier wollten Geld und Leben teilen. Ein paar Illusionen blieben auf der Strecke. Wir haben gesagt, das machen wir jetzt zusammen. Wir werfen alle Kräfte und alle Gelder in einen Topf und sehen zu, dass wir das irgendwie gewuppt kriegen, die ganze Sache. Und so haben wir da eigentlich erstmal recht blauäugig losgeschafft. Hat sich im Laufe der Jahre dann ergeben, dass sich Arbeitsbereiche rauskristallisiert haben und ja. Ja, die Bedürfnisse haben sich ja auch geändert. Gell? Ja. Dann sind dann die ersten Kinder gekommen und plötzlich hat man dann so das Bedürfnis gehabt, sein eigener Herr zu sein, auch was die Wirtschaftlichkeit anbelangt. Ne? Und Sozialismus hat nicht richtig funktioniert. Der Biohof mit den rund 40 Milchkühen gehört deshalb jetzt allein Luzi und Uli Scheib. Nach den strengen Regeln des Biolandverbands muss das Futter für die Tiere von den eigenen Feldern und Wiesen stammen. Und doch, auch eine glückliche Kuh muss nicht nur Milch geben, sondern auch irgendwann ihr Leben lassen. Wir haben ein relativ hohes Herdendurchschnittsalter. Und die älteste Kuh, die ist 98 geboren. Und klar kennt man die. Und es tut einem auch leid, wenn es dann soweit ist und man sagen muss, hier, jetzt geht's nicht mehr. Also das ist, aber das gehört halt dazu, sonst müsste ich einen Zoo machen, wenn ich das nicht könnte. Hier ist das Huhn, hier darf es sein. Und auch die Ferkelbande hat Schwein gehabt. Ein Bauernhof wie aus dem Bilderbuch. Wer hätte das gedacht vor 25 Jahren? Also wenn ich mit meinem heutigen Wissen diese Baustelle sehen würde, wird mich, glaube ich, der Mut verlassen. Aber der, jugendliche Leichtsinn hat uns das damals nicht erkennen lassen. Gott sei Dank, sonst hätten wir es nicht angefangen. Es war extrem viel Arbeit, der Zustand war äußerst schlecht. Also es musste praktisch im Laufe der Jahre alles neu gemacht werden. Seit 2004 gibt es auf Hof Schauferz die Brauerei. Das Bier ist nicht bio. Oliver Lucius braut es aber mit traditioneller Sorgfalt. Wir haben hier eine Lagerzeit von über 8 Wochen. Das macht natürlich von der Qualität her recht viel aus. Wir sind also nicht darauf angewiesen, schnell, sondern können uns wirklich die Zeit lassen, eben eine gute Qualität herzustellen. Auch die Gaststätte bietet wegen der hohen Kosten noch keine Biogerichte an. Ein Zukunftsprojekt. Schließlich haben die vier ihre Träume schon immer verwirklicht, trotz aller Schwierigkeiten. Wir hatten wirklich viel Streit und auch um Kleinigkeiten. Und es ist unheimlich wichtig, war es eigentlich immer, dass wir uns dann doch wieder hingesetzt haben und über seinen eigenen Schatten springt und eben dieses Nachtragende und Verletztsein einfach beiseite lässt. Dann kommen natürlich auch die guten Seelen dann wieder ins Spiel. Wir sind ja eigentlich die Kampfhähne gewesen, immer so. Und die uns dann auch so zusammengerauft haben wieder. Die gesagt haben, also so geht's nicht. Wir müssen jetzt hier, um weiterzukommen, müsst ihr zusammenarbeiten. Viele geben zu schnell auf und sind gehen weg, trennen sich. Und man muss einfach die Beharrlichkeit haben und zu sagen, wir wollen das. Wir wollen das zusammen machen. Und sich dann wieder hinsetzen und miteinander reden und dann geht's. Gemeinsam träumen ist leicht. Die Träume gemeinsam zu leben ist schwer. Und Glück ist, wenn man es geschafft hat.